Heute bei Infotime: Piratenbraut, Basteln bis zum Umfallen und ein Superheld aus Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Infotime für den Mai 2020. Ja, wir haben ja fürwahr interessante Zeiten, und Zeiten wie diese, die rufen doch nach Superhelden. Und deswegen wird es für uns Zeit, dass wir euch mal wieder Comics vorstellen. Aber diesmal sind es keine Comics zu Computerspielen, wie wir es vor ein paar Jahren mal gemacht haben, sondern wir stellen euch einen deutschen Superhelden vor, Captain Berlin. Eine großartige Comicserie, die stellenweise aber auch ganz schön retro ist. Es geht popkulturell und sehr, sehr retro-relevant in Captain Berlin versus der horrible VHS-Mann. Die beiden vorherigen Hefte sind inzwischen auch ausverkauft, aber das kriegt man noch. Und das greift den Zensurwahn in den 80ern auf. Da wurde ja indiziert, was nicht nied- und nagelfest war. Wir nennen uns solche Computerspiele wie C64 Blue Max, was heute irgendwie ein Handyspiel für Kinder wäre, war damals indiziert. Und insbesondere betraf das nicht nur Computerspiele, sondern auch Gewaltvideos. Und der horrible VHS-Mann ist so der feuchter Albtraum von Jugendschützern aus der damaligen Zeit quasi, der nämlich wirklich die Leute verdirbt mit diesen bösen Videos. Ja, Retro und ein Klassiker ist natürlich auch das Spiel, was wir gerade spielen. Ihr habt sicher schon in die ersten Folgen reingeschaut. Die Rede ist natürlich von The Secret of Monkey Island, was ich gerade im Hagen am Durchspielen bin. Und The Secret of Monkey Island, ein absolutes Highlight aus der Reihe der LucasArts Adventures, eines der besten Adventure und eines der besten Spiele aller Zeiten. Ihr seht, ich bin absoluter Fan, falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet. Und Monkey Island ist ein sehr spannendes und lustiges Adventure, aber ganz zu Hagens Leidwesen hat es auch so den ein oder anderen schnulzigen Moment. Was ist bloß, alter Trunkenbold? Die Gouverneurin ist weg! Der Chuck und seine Geistercrew haben sie geholt. Sie schleppten sie aufs Geisterschiff und segelten los. Sie war so gut zu mir, hat immer die Warnungen vom Gesundheitsamt verloren. Natürlich gegen kleine Gefälligkeiten. Was wird nur aus meinem Geschäft? Oh, es kommen schwere Zeiten. Wie kann ich sie retten? Du brauchst ein Schiff und segelst ihr nach. Das Versteck der Geister ist auf Monkey Island, das weiß doch jeder. Frag nicht wieso. Du musst nur den Weg dorthin finden. Aber warum sollte ich das tun? Warum? Aus Liebe, Junge. Leugne es nicht, es steht dir ins Gesicht geschrieben. Oh, dieser Schmerz. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also, ich habe im Moment ein bisschen mehr Zeit als sonst zu Hause am Computer zu sitzen. Und die Zeit habe ich genutzt und habe mal mit dem Schnittprogramm bin ich durch die Aufnahmen durchgepflügt. Und deswegen können wir jetzt mit unserer Bastelecke geht es jetzt etwas schneller voran. Es wird ja auch Zeit, dass wir mal Fortschritt haben. Deswegen gibt es jetzt diesen Monat alle zwei Wochen die Bastelecke. Und da beschäftigen wir uns erstmal natürlich weiter mit dem Amiga 600. Da sind wir ja schon quasi auf der Zielgeraden. Bei dem Amiga 4000 wird es, glaube ich, noch etwas länger dauern. Aber um noch ein bisschen Abwechslung zu bringen, beschäftigen wir uns dann Ende des Monats auch noch mal mit einem anderen Rechner. Und zwar wird es wieder Zeit für Schneider CPC. Und wir schauen uns dieses schöne Gerät an und versuchen es wieder zum Laufen zu bringen, der Schneider CPC 464. Und wir nutzen die Zeit und schauen uns mal den Schneider CPC 464 an, den uns der Axel geschickt hatte. Hatten wir in Retro ausgepackt, genau so. Und
hat er gesagt, der funktioniert nicht so ganz. Also hat irgendwie Probleme mit dem Tape-Laufwerk und Tastatur und so weiter. Also schauen wir uns den jetzt mal an und versuchen, den wieder zum Laufen zu bekommen. Zum Laufen zu bekommen, so heißt das, meine Güte. Aber bevor wir ihn aufschrauben, gucken wir doch mal, was geht denn und geht der überhaupt? Ja, beim dem Schneider 6128, Schneider CPC 6128, da hat man ja das Problem, dass irgendwie gar nichts ging und das auch lange Zeit so blieb. Also schließen wir den erstmal an und ich nehme sicherheitshalber den Monitor, von dem ich weiß, dass er geht, um eine Fehlerquelle auszuschließen. Und wir gucken mal, was er macht. Die sind ja praktischerweise kompatibel. Das ist der GT65, der bei dem 6128er dabei war. Beim CPC 464 ist normalerweise der GT64 dabei. Ja, und dann gibt es natürlich wieder Historyline-Folgen und wir packen was aus und auf unserem New School-Kanal gibt es unter anderem Minecraft und so. Ihr kennt das, ja. Also das erwartet euch im Mai hier auf diesem Kanal, beziehungsweise auf diesem und auf unserem anderen Kanal 4D New School. Und das ist für mich natürlich jetzt wie immer auch die Gelegenheit, mich zu bedanken bei euch, die ihr uns weiterhin die Treue haltet, die ihr weiterhin so fleißig unsere Videos schaut und kommentiert. Vielen Dank dafür und natürlich bedanken wir uns auch ganz herzlich bei unseren Patronen bei Patreon, die uns Monat für Monat mit einem kleinen Betrag unterstützen. Und das Geld, das können wir dann einsetzen, um die Studiotechnik zu verbessern, um neue Games zu kaufen, die wir euch dann in Retro Today zum Beispiel vorstellen können oder Werkzeug für die Bastelecke und so weiter. Vielen Dank dafür. Wenn ihr uns auch gerne mit einem kleinen Betrag unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei unter patreon.virtuallymenschen.de. Ja, und natürlich, wenn ihr im Homeoffice absolut stylisch sein wollt, dann könnt ihr euch solche T-Shirts zulegen mit lustigen Virtual Dimension Motiven und die findet ihr unter shop.virtualdimension.de. Auch da kriegen wir natürlich eine kleine Provision, wenn ihr dort ein T-Shirt bestellt. So, und dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei diesem Video. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ad Astra!